What's up, Champ? Hier Tadeusz Koromo heute. Broke to Boss von 0 auf 32 Millionen Euro Investment. Was ist es, wenn man eine Idee hat, kein Geld hat, mit der Idee starten will und dann in den Punkt kommen möchte, ein Riesenunternehmen aufzubauen, bei dem andere Leute Multimillionen von Euros investieren? Wie funktioniert's und durch welche Phasen geht man, um dorthin zu kommen? Heute ein guter Freund, ein Partner von mir, Tolga Önal, ein Berliner Junge, der genau das geschafft hat, bei null angefangen, gerade eben öffentlich geworden, 32 Millionen Euro für seine Company in der Series A-Runde investiert bekommen und ist jetzt dabei, seine Company zu internationalisieren. Schreibt mit, eine PDF ist auch da, die ihr unbedingt downloaden solltet. Und wenn es euch gefällt, machen wir ein weiteres Interview, in dem wir in seine Story eingehen. Naja, lasst euch überraschen, lasst uns loslegen. Schön, dass ihr dabei seid. Broke to Boss. Die 5 Investitionsstufen zu 32 Millionen Euro. Let's go. All I hear, go get the money. So I go get it. What's up, ladies and gentlemen? Ich sitze hier mit einem jungen Mann, von dem ich euch gerade im Intro erzählt habe. Ich liebe diesen jungen Mann, durfte ihn privat und beruflich die letzten Jahre begleiten. Es ist mir eine Ehre. Hallo, Tolga Önal. Junger Mann, kannst du dich bitte, für die, die das erste Mal dabei sind und sich fragen, warum ich ein junger Mann nenne, ich weiß es selber gar nicht, kommt regelmäßig, kommt er mich besuchen, wo auch immer ich in der Welt bin, wir spielen Schach. Natürlich lasse ich ihn nicht gewinnen. Ich gewinne so oft, nur dann läuft die Kamera nicht. Beim nächsten Mal komme ich mit meinem gesamten Team, ich nehme alle Siege auf, Champ. Du wirst alle 2 Siege von den letzten 300 Spielen aufnehmen. Nein, nein. Okay, nee. Unsere Ratio ist gerade 10 zu, also ist es gerade, okay, von 10 Spielen gewinnst du 6. Und ich. Okay, ganz, lass uns loslegen. Das ist erstmal der größte Schwachsinn aller Zeiten. Aber heute das Thema 32 Millionen Euro eingesammelt, beziehungsweise 32 Millionen Euro Investment. Die 5 Stufen, die 5 Investitionsstufen zu den ersten 8-stelligen Summen. Lass uns heute mal Mehrwert geben, indem wir vor allem für Beginner, für Anfänger, für Leute, die in der Startup-Szene sind, für Leute, die vielleicht angestellt sind und überlegen, sich selbstständig zu machen, für Leute, die träumen, ein Unternehmen aufzubauen, aber so die Basics erklären, wie so solche Investitionsrunden sind und Stufen sind, damit man die Charakteristiken versteht, was da braucht, was man da tut, worauf es dort ankommt, um sozusagen aus deiner und meiner Erfahrung, vor allem heute aus deiner Erfahrung zu lernen, um zu verstehen, wie man überhaupt an den Punkt kommt, dass jemand für 32 Millionen Euro bei dir einsteigt, um einen kleinen Teil des Unternehmens zu ergattern. Ja, ist gar nicht so schlecht. Wollen wir loslegen? Ja, let's go. Stell dich doch zuerst mal vor. Du hast 2 Minuten Zeit, dich vorzustellen. Und dein Unternehmen, was du also machst. Let's do it. Okay. Hi an alle, die mich nicht kennen, obwohl Tadeusz mir so oft hier das Plateau bietet. Ich bin der Tolga und ich bin einer der Mitgründer von EloPage. Und bei EloPage bin ich hauptverantwortlich für Umsatzwachstum beziehungsweise alles rund um kommerzielles Geschäft, Sales, Marketing, BizDev, kleine Teile vom Produkt. Und wir haben das Unternehmen 2015/16 gegründet. Genau, zu zweit mit Özkan Akilic. Hier viele Grüße. Liebe Grüße an Özkan Abi. Und er macht alles, was langweilig ist, also Tech, Legal, Finanzen, alles, worin ich nicht gut bin. Und genau. Und wir haben quasi eine Plattform aufgebaut für den Verkauf von digitalen Produkten, Online-Kursen, alles, was digital auslieferbar ist, mit integrierter Zahlungsabwicklung. Bedeutet, jemand hat Content, ob es ein Video ist, Kurs ist, Download, E-Book, Webinar, was auch immer, kommt auf die Plattform und verkauft. Das war's. Und alles, was dazwischen passieren muss, von Rechnungserstellung, Verkaufsseiten, Hosting und Co., machen wir als Plattform, geben Vollgas, haben aktuell 40.000 Anbieter, es sind sogar 42.000 Anbieter mittlerweile, wir müssen nur noch die Webseite aktualisieren, 105 Mitarbeiter, nächsten Monat haben wir 130, 140 circa. Also es geht gerade richtig ab und dankbar für diese Zeit, dankbar für diesen Moment, dankbar dich zu kennen, weil du bist immer wieder so, lass mal nochmal drüber sprechen, weil du kennst uns schon seit 4 Jahren und es ist halt mega cool, ja, und dankbar hier zu sein. That's it, bro. Geil.
Geil. Also du hast damals gestartet, ihr seid damals beide gestartet, mit praktisch fast Zero Money, total Bootstrapping aus dem Nichts. Und heute ist das Unternehmen an dem, man würde sagen, bei einem am Start eines neuen Levels, mit 32 Millionen Euro als Backup, mit 100 plus Mitarbeitern und sogar richtig gute, qualitativ hochwertige Mitarbeiter. Und jetzt an dem Punkt der Internationalisierung. Lass uns mal heute ein bisschen theoretischer werden und in der Theorie erklären, wie diese Phasen funktionieren, wie du dann zu 32 Millionen Euro gekommen bist, beziehungsweise wie jeder da draußen dann am Ende dorthin kommen kann. Was braucht es, um überhaupt Millionen von Investitionen für seine Idee ergattern zu können? Also, ja. Du hast jetzt die 32 Millionen Euro Investment, wie oft ich 32 Millionen Euro sage, ne? Wahrscheinlich. Es hört sich so schön an. Ist gut, ne? Ja. Ist super. Um das Investment zu bekommen, ihr habt die Series A Phase, gibt es ja einige Phasen davor, wenn es um Investitionen geht. Was starten wir mal mit der ersten Phase der? Ich würde sagen, wir können mit der Pre-Seed oder cool. Ja, mit der Pre-Seed Stage beginnen. Das ist eigentlich so um es nur einheitlich zu machen, wollen wir sie Phase oder Stage nennen? Nennen wir sie Phase, okay? Okay, wir nennen alles Phasen, alles klar. Nennen wir sie die Pre-Seed-Phase. Was ist die Pre-Seed-Phase? Was passiert dort? Was macht man dort? Was ist so das Volumen an Geld, was man hat? Wer investiert? Eigentlich fände ich es super cool, wenn du dann noch parallel quasi verbildlichen kannst mit der eloquenten Art und Weise, die du sowieso hast. Also Seed bedeutet ja am Ende des Tages Samen legen. Und wir buddeln quasi Samen in die Erde ein und dann soll halt irgendwas wachsen. Und genau so sieht man halt auch das Wachstum eines Unternehmens. Und jetzt stellt euch vor, Pre-Seed bedeutet, ich muss erst einmal eine Idee haben. Was ist meine Idee als Unternehmen? Und was kann ich quasi ja einfach aufs Papier bringen? Gibt es da irgendwas, wo ich sage, da gibt es ein Problem oder ich ahne, dass es dort ein Problem gibt und das möchte ich lösen. Und das ist die Pre-Seed Stage. Und in der Pre-Seed Stage gibt es tatsächlich auch schon Investoren oder man holt halt, wenn man dann diese Ideenphase hat, die erste Webseite zu bauen. Mit dem ersten meist Kunden, eine Landingpage, meist hat man dann mehr eine Landingpage, genau. Zum Beispiel eine Landingpage, um dann halt einfach loszulegen. Und dann holt man sich eigentlich dieses Geld Pre-Seed von Friends and Family. Ne? Also man geht... Also damit ihr versteht, die Charakteristik in der Pre-Seed-Phase, das Geld kommt in der Regel von Family, Friends oder das eigene Geld, was man am Anfang investiert, weil man eventuell ein Erbe hatte, weil man eventuell selber gearbeitet hat, man hat das Geld zur Seite gelegt, ein Freund, der jemandem Geld gibt, um dann hier, ganz wichtig, eine Hypothese, die man hat, umsetzen zu können. Genau, zumindest diese Hypothese anzutesten an einer Gruppe von Menschen, ob diese Gruppe von Menschen sagen würde, ja, wir nehmen wahr, dass dort dieses Problem stattfindet und ja, wir sind auch davon betroffen und dann würden wir auch gerne mal schauen, ob du dieses Problem lösen kannst. Wir haben ja eben lange darüber geredet, zum Beispiel über eine Getränkelieferdienstlösung. Für Studenten in Aachen. Genau. Also nehmen wir mal an, ich sage jetzt, ich mache jetzt einen Getränkelieferdienst für Studenten in Aachen, das ist meine Heimatstadt übrigens, und zwar von 12 Uhr nachts bis 6 Uhr morgens, weil dort wird viel gefeiert, dort wird viel gesoffen, so, es gibt keinen Lieferdienst mehr. Also das ist jetzt meine Idee. Aber ich habe jetzt noch kein Geld, um Getränke zu kaufen. Ich habe kein Geld, um ein Lager zu mieten. Ich habe kein Geld, um eine Webseite zu bauen, beziehungsweise einen Shop zu bauen. Was mache ich? Also bin ich wirklich in einer Pre-Seed-Phase, kann den Samen nicht legen, weil einfach die Konditionen noch nicht stimmen. Sehr geil. Das heißt, Pre-Seed könnt ihr euch vorstellen, die suchen Geld überhaupt, den richtigen Boden. Vielleicht sehen wir den Boden, aber um zu diesem Boden zu kommen, brauchen wir Geld, weil wir glauben, dort sind Kunden, die dafür zahlen würden. Es ist also eine Hypothese, beziehungsweise meisten Leute sagen eine Idee. Und die Summen, die da meist fließen, kann man so sagen, wie, sagen wir mal so was wie zwischen 10 bis vielleicht 50.000 Euro. Cool? Oder weniger? Ja, wenn jetzt übrigens diese Pre-Seed Stage. Das ist alles Pi mal Daumen. Genau.
Es ist Pi mal Daumen, das kommt so von den Summen her. Und die Pre-Seed-Phase ist eigentlich auch meist für die Leute, die das erste Mal überhaupt gründen. Also Champ, wenn du jetzt gründen würdest, du würdest jetzt keine 50.000 Euro holen. Ich glaube, ich würde es gerade auch nicht mehr machen. Selbst wenn ich gar kein Geld mehr hätte oder du auch gar kein Geld mehr hättest, würdest du sofort in die Late-Stage-Phase eingehen, weil du schon ein Proof-of-Concept hast. Ne? Also das muss man nochmal sagen. Das ist meist für die Leute, die noch nie vorher gegründet haben oder die super jung unterwegs sind, 20 Jahre alt, nach dem Abi, ich will was gründen oder während der Uni irgendein Programm machen, institutionelle Programme wie Exit oder wo man halt überall Geld irgendwie zugeschossen bekommt. Also das ist diese Phase, die wirklich auch vom Gründeralter her, Anzahl meiner Gründerjahre im ersten Jahr oder im nullten Jahr quasi ist. Das ist nochmal wichtig zu unterstreichen. So, und wenn du dann mit deiner Getränkelieferservice irgendeine Form von Erfolg hast, das heißt, deine Hypothese wird bestätigt, dann kannst du in die Seed-Phase gehen. Erklär doch mal die Seed-Phase. Nehmen wir mal an, um das vielleicht mit einem Beispiel. Ja, super. Okay. Bleib bei diesem Getränkelieferdienst. Okay. Ich will jetzt den krassesten, innovativsten Getränkelieferdienst für alle Studenten in Aachen bauen. Da gibt's 40.000 Studenten, die wollen alle meine Dienstleistung. Das ist meine Hypothese. Und jetzt sage ich, okay, ich habe zwar kein Geld, aber ich gehe jetzt auf Jimdo.com oder auf Wix oder sogar auf Elopage. Kann man das sogar machen und sagen, okay, ich baue jetzt eine Landingpage und ich sage, bald startet der nächtliche Getränkeservice. Trag dich jetzt ein, um 50% oder 90% Rabatt auf alle Getränke zu bekommen, die du quasi bestellen kannst. Das Interessante ist jetzt, Thaddeus, mir wäre es scheißegal, ob ich Rabatt gebe oder nicht, weil solange sich niemand einträgt, verliere ich ja kein Geld. Deswegen kann ich dir erstmal den Rabatt anbieten. Und wenn sich Leute eintragen, sagen, scheiße, was mache ich jetzt? Und dann kannst du immer noch einen Getränkelieferer holen. Übrigens, diese Taktik wendet auch zum Beispiel Gorillas, ne, aus Berlin. Die haben das auch gemacht. Die geben ja auch viele Rabatte an. Und jetzt habe ich eine Landingpage und da tragen sich 100, 200 oder 300 Leute an. Erklär ganz kurz Landingpage für die, die es noch nie gehört haben. Eine Landingpage ist einfach nur eine Informationsseite mit einer klaren Handlungsanweisung zu einem bestimmten Thema. Bedeutet, ihr kennt das zum Beispiel von Facebook, ihr bekommt eine Anzeige und da steht dann, Getränkelieferdienst Aachen exklusiv jetzt eintragen. Dann klicke ich drauf, komme auf eine Webseite. Und diese Webseite ist jetzt nicht irgendwie Kontaktformular oder schau dir mal unsere Dienstleistungen an und schieß mich tot was, sondern das Hauptthema ist, trag dich für den Launch ein, als Beispiel. Und dann kannst du deine Kontaktinformationen eintragen und dich in diese Liste eintragen. Genau. Sie führt also zu einem einzigen Punkt. Sie führt dich wohin, ja? Genau. Ein einziger Punkt. Das kann eine Newsletter-Eintragung sein, das kann Pre-Launch-Eintragung sein, das kann ein einziges Produkt sein. Genau. Ne? Das ist cool. Das ist es. Geil. Genau. Okay. Seed-Phase, weiter. Dann kommen wir in die Seed-Phase. Jetzt habe ich hier 1000 Eintragungen, okay, und denke mir so, oh fuck, what the fuck, würdest du jetzt sagen? Die Leute interessieren sich ja wirklich dafür. Das ist immer wieder gut, um so eine Idee auch anzutesten. Ein kleiner Tipp, man kann auch viele Ideen antesten. Aber jetzt habe ich die Seed Stage und da ich Interessenten habe, muss ich jetzt einen Shop aufbauen. Das heißt, was würde ich denen denn zuschicken? Irgendwann müssen die einen Link bekommen, eine Information bekommen mit dem Angebot und dieses Angebot muss ich ja dann verkaufen lassen. Bedeutet, ich brauche einen Shop. In der Seed-Phase kann ich jetzt hingehen zu Investoren, zu Angels, vielleicht zu dir, zu mir und sagen, hey, ich habe hier eine super Idee, ich habe hier Interessenten, ich brauche jetzt irgendwas zwischen 50 und 300.000 Euro, je nachdem, was man halt braucht, um dann hinzugehen und diesen Shop aufzubauen, vielleicht ein Lager anzumieten, meine ersten Verträge mit Getränkelieferanten irgendwie abzuregeln und vielleicht mal in die Uni zu laufen, weitere Promo-Aktionen zu starten. Okay, und das ist die Seed Stage. Das heißt, jetzt legen wir den Samen in die Erde, um sie dann zu gießen, um dann zu gucken, dass sie weiterentwickelt wird. Man kann sich so vorstellen, du hast jetzt den Boden gefunden, den Boden gefunden und jetzt bist du dabei, das Loch zu graben und du suchst jetzt meinetwegen Geld für die Schippe. Ja, weil du weißt, der Samen, genau hier kann er super wachsen. Jetzt hast du Geld für die Schippe gelegt, jetzt packst du den Samen rein und jetzt buddelst du es zu und willst es begießen, damit der Samen reifen kann. Philosophisch irgendwie gesprochen. Und in der Phase, habt ihr gerade gehört, da geht es dann eher darum, wenn du gemerkt hast, dass du in der Regel, wenn du
aus deiner Hypothese, die du erstmal antestest und bestätigen willst, und du siehst, da sind jetzt Interessenten, die was kaufen wollen, dann weißt du, dass hier in der Phase aus Interessenten Käufer werden. So stelle ich es mir mal vor mit der C-Phase. Denn es geht darum, dass du Kunden spät hast, die glücklich sind. Aber jetzt geht es erstmal darum, dass du die Interessenten, die du gefunden hast, die du siehst, die sich irgendwo eingetragen haben, die bereit sind, dass die jetzt zu Kunden werden. Richtig. Das ist so die C-Phase. Vielleicht hast du schon Kunden und jetzt geht es darum, die anderen Interessenten zu Kunden zu machen. Genau. Meist hat man dort ein paar Kunden. Man hat aber viel, viel mehr Interessenten oder man hat nur Interessenten. Mhm. Und du weißt jetzt ungefähr, was ein Kunde kaufen würde, wie viel er bezahlen würde, was er dich vielleicht kostet, wobei auch diese Einheitskalkulation noch nicht wirklich relevant ist. Ja. Hauptsächlich geht es in der Seed-Phase darum, dass du mit dem Geld, was jetzt kommt, wirklich einen Product-Market-Fit landen kannst. Also cool. Du baust ein Produkt für den richtigen Markt und das muss quasi ineinander greifen. Was Torge jetzt erklärt, für alle, die zuhören, ich weiß nicht, ob wir das in die PDF mit einführen wollen, für alle, die da sind übrigens, ihr findet auch eine PDF hier unten in der Infobox zu all den Sachen, die wir gerade erwähnen. Deswegen einfach mal reinchecken. Product Market Fit. Erklär das bitte nochmal, was ein Product Market Fit ist. Tolga, so wie ich bin in den USA unterwegs, Tolga kommt aus der Startup-Szene und da haben die sehr viele englische Anglizismen, weil das sehr stark angelegt ist. Alles aus dem amerikanischen Markt, sehr unternehmerisch. Aus dem Grund gibt es in der Startup-Szene sehr viele englische Anglizismen. Verzeiht uns. Deswegen versuche ich es immer wieder aufzugreifen und erklären zu lassen. Okay. Also super gerne. Also stellt euch einfach vor, ihr habt zwei Pizzen nebeneinander, okay? Und ihr habt jeweils die Pizza, also die Pizzen in jeweils 8 Stücke unterteilt. Mhm. Und jetzt stellt ihr euch vor, ihr legt sie übereinander, okay? Mhm. Das heißt, das ist jetzt ein Pizzastück und das ist das andere Pizzastück. Mhm. Und jetzt dreht ihr quasi die Kreise, beziehungsweise die Pizzen, so weit, dass einmal Produkt perfekt zum Markt passt. Okay? Ein Beispiel. Ich kann jetzt das Produkt haben, Getränkelieferdienst für nächtliche Bestellungen. Okay? Jetzt habe ich den Markt Studenten. Aber nehmen wir mal an, ich war vorher auf dem Markt für Rentner. Okay? Mhm. In Altersheimen. Würden die wirklich nächtlich irgendwie Snacks und Partydrinks bestellen? Man weiß es nicht, aber ich... Du kennst meine Oma nicht, Champ. Ich nehme mal an, manchmal findet man dann einen Markt und denkt sich so, wow, das ist ja der eigentliche Markt. Aber nehmen wir mal an, das ist nicht der Fall. Und dann fängst du an zu drehen und zu gucken, okay, ich habe jetzt hier die Studenten gefunden, mhm, unter vielen unterschiedlichen Märkten. Das kann auch ein Studienfach sein. Das kann auch eine bestimmte Altersgruppe sein. Das können auch nur die Erstis sein, die im ersten Jahr studieren und nicht im fünften Jahr, weil die müssen bald den Abschluss machen. Also machen sie weniger Party. Und das Produkt kann zum Beispiel sein Getränke, aber das könnten dann vielleicht auch, also alkoholische Getränke sein. Nehmen wir mal an, die wollen wir jetzt nicht verkaufen. Aber Energiebringer. Vielleicht finden wir dann einen Markt, wo Kunden oder Studenten nächtlich studieren und sagen, ey, ich brauche Club Mate, ich brauche Red Bull, ich brauche irgendwie so Dextro Energy oder sonst was. Eigentlich haben wir gedacht, die wollen nachts feiern, aber die lernen. Also wandelt sich der Markt bzw. das Bedürfnis. Und in dem Moment findest du einen Product Market Fit. Sehr gut. Genau. Du fängst also an, das Produkt anzupassen auf das Bedürfnis der Kunden. Und dann fragst du dich aber auch noch, sind das die richtigen Kunden? Mhm. Denn es kann sein, dass die richtigen Kunden zu 30% sind. Und deswegen ist es so schwer in der Kommunikation. Deswegen, keine Ahnung, wird viel verhandelt oder die gehen irgendwo anders hin. Und jetzt veränderst du den Ansatz, indem du jetzt eine ganz andere Zielgruppe ansprichst. Und jetzt veränderst du den Ansatz der Pizza und drehst die so und du merkst plötzlich, okay, diese Kunden und jetzt dieses Produkt und die setzt du übereinander. Geiles Beispiel, Tolga. Genau. Also im Prinzip... sieht es eigentlich ganz einfach aus. Du siehst einmal Produkt, einmal Pizza und dann, einmal Produkt und einmal Markt. Weiß ich das. Und dann willst du genau diese Schnittmenge hier finden. Mhm. Die Schnittmenge zwischen Produkt und Markt, wo es genau passt. Und Markt bedeutet, es ist... Ich wollte gerade sagen, dass du nochmal Markt erklärst für jemanden, der sowas zum ersten Mal hört oder ganz frisch ist mit diesem Thema. Also in der Seed Stage, ich muss eins sagen, Champ, vielleicht war das bei dir auch so. Wenn du eine Idee in der Seed Stage hast, dann ist zu 99% deine eigene Familie, deine eigene Verwandtschaft nicht deine Zielgruppe.
Die Leute lassen sich demotivieren und verkaufen, versuchen zu verkaufen an die eigene Familie und die sagen, hey, lass mich in Ruhe, ich will nichts mit deinem Produkt zu tun haben. Das ist meist auch nicht der Markt. Markt bedeutet Minimum 2 Menschen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Markt hast von Multimilliardären und für die ein Produkt hast, zum Beispiel du hast ein Produkt für Elon Musk und für Bill Gates, dann ist das auch ein Markt. Okay, das ist dann zum Beispiel ein Business Club. Aber nehmen wir mal an, wir wollen so einen Markt haben, hoffentlich mehr Teilnehmer als 2, eine große Gruppe, Kaufkraft, und Markt bedeutet, sie bezahlen für dein Produkt. Wenn sie nicht Geld haben, um für dein Produkt zu bezahlen, dann ist es nur eine Gruppe von Menschen. Also wir wollen Kaufkraft und wir wollen, dass sie bezahlfähig sind. Diese 3 Elemente machen quasi einen Markt aus. Und wir wollen ja diesen Markt finden. Genau. Nice. Dankeschön. Und was passiert dort? Was sind so die Summen, die man, mit denen man, also, rumhantiert in der Seed-Phase? Genau, in der Seed-Phase, die wir auch übersprungen haben, weil wir versucht haben, ein Geschäftsmodell zu haben, sodass wir sofort Geld machen und jetzt nicht abhängig sind. Ja. Wir reden da von Summen von 50.000, würde ich sagen, bis 300, 250. Ja, 200, 250, 300.000 Euro. In den USA manchmal sogar noch größer. Noch in den USA, Bro, in den USA ist teilweise... Aber wir sind ja hier, reden wir durch. Wir reden ja, in Deutschland, ich sag mal 300.000 Euro. Für jemanden, der noch nie eine Seed Stage gemacht hat, sind es 300.000, 250.000 Euro. Das heißt, ihr seht jetzt gerade, hier hast du ganz klar Interessenten und das Investment, für ganz wichtig, Investment bedeutet nicht, dass du reich bist. Investment bedeutet nicht, dass du sagst, du hast es geschafft. Investment bedeutet, dass du Ressourcen hast, um das Ziel zu erreichen, was du weißt, was du erreichen kannst. Denn die Leute, die investiert haben, die kriegen ja ihr Geld zurück plus Interest. Plus. Und es gibt Leute, die nehmen meist mehr Geld auf, als dass sie delivern können. Also als dass sie Service, wie sagt man es auf Deutsch, als dass sie das Geld bedienen können. Verstehe ich meine? Sie könnten meinetwegen 5 Millionen Euro machen, sammeln 5 Millionen Euro pro in den nächsten 10 Jahren machen, sammeln aber 10 Millionen Euro ein. Dann feiert man, dass man 10 Millionen Euro eingesammelt hat. Ja, aber du hast aus 10 Millionen Euro 5 Millionen gemacht. Das beste Beispiel war ein Typ, der nennt sich Darren Brazilian. Ich weiß nicht, wie viel Geld er eingesammelt hat. Ich glaube, der hat, glaube ich, fast 50 Millionen Euro eingesammelt. Der hat nicht mal geschafft, für 1 Million seinen Cannabis zu verkaufen. Das ist eine ganz schlechte Nummer gewesen, aber es war negativ. Das passiert auch. Also, das Ziel am Ende des Tages, ich glaube, daran glaubst du und daran glaube ich, das Ziel ist nicht, eine Investition einzusammeln. Das Ziel ist, wenn du glaubst, nachdem du Interessenten hast, du hast Interessenten gesehen und aufgebaut, wenn du glaubst, dass, hey, hier sind so viele Interessenten, ich will mich jetzt schnell bewegen, ich kann aus diesen Interessenten 1 Million Euro machen, dann könnten 300.000 Euro Investment mega Sinn machen, weil 300.000 Investment kannst du Leute später zurückzahlen, nachdem die alle gekauft haben, weil du diese jetzt erreichen kannst oder für die etwas aufbauen kannst, dass sie kaufen können für dich. Genau. Also im Prinzip, es ist kein unternehmerischer Erfolg, nur Investorengelder zu sammeln. Das muss unterstrichen werden. Wenn man sich über diese Phasen Gedanken macht, dann hört sich das immer so an, oh, eigentlich muss ich nur irgendwas bauen, um Geld zu bekommen. Das Geld geht ja nicht in deine Tasche. Ganz ehrlich, bis zur Series A bekommt der Gründer kein Geld für seine eigene Tasche. Das Geld ist für dich da, damit du wirklich ein geringfügiges Gehalt hast, dass du dich 100% auf diese Aufgabe konzentrierst. Ab Seed Stage ist das eigentlich der Fall. Ich rede hier von 20.000 Euro im Jahr, von 25.000 Euro im Jahr, Champ. Also jetzt nicht so 70.000 Euro Gehalt, Geschäftsführergehalt. Nee, Bullshit. Ich würde niemals einem Gründer Geld geben, der dann sagt, ich will jetzt 70.000 Euro Gehalt haben. Ich brauche 4.000, 5.000 Euro pro Monat. Nein, You bootstrap, genau. Und das Geld soll genau in das Unternehmen fließen und in der Seed Stage, wenn wir wieder zurück zum Getränkelieferdienst kommen, zum Beispiel, der Shop muss besser werden, vielleicht eine mobile App, vielleicht können die dann per SMS bestellen, per WhatsApp. Oder anstatt, dass ich jetzt 10 Angebote in meinem Shop habe, habe ich jetzt 100 Angebote und anstatt, dass ich in einer Stunde liefere, kann ich jetzt in 15 Minuten liefern. Genau. Also ihr seht, das sind genau die Stellschrauben in dem Unternehmen, die ich dann versuche zu drehen, so wie als würde ich jetzt gerade so ein Radio die richtige Frequenz erreichen wollen, um dann quasi noch mehr Fahrt aufzunehmen. Genau. Und das ist wirklich das A und O.
um den Interessenten schneller zum Kunden zu verwandeln oder es ihm leichter zu machen, zum Kunden zu werden. Wie sieht es dann dazwischen aus? Wie geht es dann zur nächsten Phase? Wie geht es dann zur Early-Stage-Phase? Und was also, ist dazwischen? Genau, das Fundamentale ist, dass man in der Seed-Stage-Phase tatsächlich die Unit-Economics aufstellt. Bedeutet Unit-Economics, im Deutschen würde ich das jetzt übersetzen in Einheitskalkulation. Mhm. Für alle, die kaufen und verkaufen mögen, genau, das ist ganz einfach. Bedeutet, ich zahle jetzt für ein Getränk 1 Euro und ich verkaufe es für 2 Euro. Ich habe eine Marge von 50%. Fertig. So. Das heißt, in der Seed Stage sieht man schon, kann das Geschäft wirklich gesund werden, sich selber tragen, die Tragfähigkeit eines Unternehmens in dem Fall, auf Basis von den Kernfaktoren. Und wenn ich zum Beispiel investiere oder du investierst, interessiert mich in der Seed Stage Phase nicht, ob die Kosten optimiert sind oder ob irgendwie das Marketing schon richtig geil ist. Mhm. Ich achte nur auf die Einheitskalkulation. Ist da eine Marge? Kann das gesund werden? Läuft das Modell? Mhm. Ist da ein Product Market Fit gegeben? Mhm. So, nehmen wir mal an, dieses Product Market Fit ist gegeben. Mhm. Dann können wir jetzt in die Later Stage. Wir haben schon Geld investiert, wir haben unsere Kunden verdoppelt. Lass bei der Early Stage bleiben. Early Stage. Und in der Early Stage geht es um Summen von 250.000, ich sage jetzt mal bis zu 1 Million. Je nachdem, wie groß der Markt ist. Was ist kann auch ein bisschen größer sein, aber so ein bisschen eine gute Marge, ja. Ist eine große, Um den Dreh. Und, ja. Und in der Early Stage ist dann natürlich die Fragestellung, okay, kann ich jetzt aus diesen Einheitskalkulationen, die stimmen, das Kaufmännische stimmt, kann ich jetzt losgehen und ein größeres Team aufbauen? Kann ich jetzt vielleicht statt nur in Aachen zu operieren, auch in Köln, Düsseldorf, vielleicht in anderen Städten in NRW, vielleicht nach Berlin, vielleicht nach München gehen? Und kann ich jetzt eigentlich auch quasi mit einem super starken Team, das ist auch die Phase, wo die Investoren sehr, sehr heftig auf die Teams achten, kann ich dann dorthin gehen und sagen, mit dem Team geben wir Vollgas. Und was hier für alle, die dazu hören, das Team ist ganz wichtig, darüber haben wir davor geredet, ist das Team authentisch? Bedeutet, passt das Team zu den Kunden, denen wir dienen? In den Phasen noch, in der Seed-Phase, also am Anfang geht es um das Produkt, weil um die Hypothese. Danach, wenn wir den Interessenten zum Kunden verwandelt haben praktisch, geht es danach nur noch darum, sehr, sehr nah am Kunden zu sein und den Kunden wirklich, wirklich, wirklich kennenzulernen, zu verstehen, wer tickt, zu verstehen, was er wirklich braucht, zu verstehen, was er braucht, ohne dass er weiß, was er braucht, die Kommunikation zu verstehen, die Worte zu verstehen, die Triggerpunkte zu verstehen und sich sogar von dem eigenen Kunden beraten zu lassen. Ja. Viel Feedback einzuholen und dem Kunden praktisch eine Welt aufzubauen, die perfekt ist für den Kunden. Denn du arbeitest mit dem Unternehmen für den Kunden in der Zentrale. Denn der zentrale Punkt des ganzen Unternehmens ist nicht der Gründer, nicht die Mitarbeiter, sondern Jeff Bezos würde jetzt sagen, der Kunde und das Dienen des Kunden. Und dann baust du eine Welt für den Kunden auf. Und er zahlt dich dafür, dass er es nicht für sich aufbauen muss. Und das ist dann langsam ein Business. In unserem Fall ein profitables, gewinnbringendes Unternehmen, das ohne dich funktioniert, das du langsam aufbaust. Und die Early-Stage-Phase ist dann die Phase, kannst du weiter aufnehmen, die... Genau, und mit der Early-Stage-Phase, ich habe jetzt mal diesen Kreis kurz erweitert, ich habe jetzt unten noch Team reingeschrieben und dann seht ihr so ungefähr hier, dass jetzt sogar noch krasser die Stärken, die wir jetzt vom Markt gelernt haben, die wir von unseren Produktprozessen gelernt haben, sich in das Team einarbeitet und dadurch entsteht eine noch geilere Synergie. Und das ist dann die Phase, wo die Umsätze kommen. Kann noch verlustbringend sein oder nicht, aber wir sehen, die Einheitskalkulation stimmt und wir sehen, das Produkt ist nicht nur für einen kleinen Markt gut, sondern es wiederholt sich. Wir haben jetzt ein sticky Produkt gebaut, also die Leute bleiben kleben an deinem Produkt, also die Kundenbeziehungen und die Bindung ist da und die springen jetzt nicht einfach sofort ab und du musst nicht jeden Kunden nochmal neu bedienen und neu einkaufen, sondern du hast ein gewisses Bestandsgeschäft. Meistens sage ich auch dazu, du hast jetzt deine ersten 1.000 Fans, die ganze Zeit bei dir kaufen. Mhm. Und dann geht es in die Later Stage. Und in also Later durch Stage, ihr Verhalten bestätigen ist praktisch so, dass durch das Kaufverhalten der Kunden
bestätigen sie dich als Unternehmen. Sie bestätigen deinen Zweck. Und zeigen, und jetzt, dadurch siehst du jetzt, okay, da gibt es mehr Leute, die so sind wie die Leute, mit denen ich ganz viel Zeit verbracht habe, und das sind meine Kunden. Das heißt, du kennst jetzt die anderen Leute, ohne sie kennenlernen zu müssen, und die suchst du dann, und dafür ist dann die Later Stage ganz wichtig. Genau, das war bei uns mit EloPage der Fall, so ab 2018, wo wir Kunden bekommen haben, die uns nicht mehr kannten, sondern aus dem dritten Grad. Nicht erster Grad, nicht zweiter Grad, der dritte Grad. Und wenn du dort einen Rücklauf generieren kannst, dann weißt du, dass nur deine Produktmessage zum Markt passt und dass du jetzt mehr Kunden generieren kannst als vorher, beziehungsweise finden kannst oder vermarkten kannst. Und in der Later Stage, Bro, ganz ehrlich, von 1 Million bis 5 Millionen ist alles drin, je nachdem. Oder mehr sogar. Ganz wichtig, was wir vergessen haben. Hier an dem Punkt habt ihr auch an eurem System gearbeitet. Das heißt also, du hast dafür gesorgt, am Anfang hast du das hast du übersprungen, weil wir davor darüber geredet haben. Es ist sozusagen, davor war Product Market Fit und jetzt ist Team Product Market Fit. Erklär das nochmal und dann steige ich da rein. Genau, also Team Product Market Fit bedeutet, und darauf achten die Investoren sehr, sehr stark, habe ich jemanden, der Ahnung von Tech hat, habe ich jemanden, der Ahnung von, oder der richtig gut in Tech ist, richtig gut mit Produkt ist, richtig gut mit Marketing, Sales ist. Das heißt, ich will die komplette Bandbreite abdecken. Mhm. Meist kann man sich dann auch hier auch Co-Founder hinzuholen. Mhm. Auch in dieser Phase ist das möglich. Mhm. Und wichtig, als Investor achtet man darauf, geht das Team durch dick und dünn? Entwickeln die sich? Geben die Vollgas? Und es wird noch viele Rückschläge kommen. Was ist der zentrale Punkt? Was das Wert des Unternehmens? Verkörpert ihr denn den Wert? Versteht ihr den? Kennt ihr den? Richtig. Weil in dieser Phase ist die Marke, die Webseite, die Tech, der Code, ist egal, was ihr habt, ist alles nichts wert ohne das Team. Also ich kenne auch Investoren, die in dieser Phase in das Team investieren und alles an Produkt und Markt komplett wegschmeißen und sagen, Leute, ihr habt eine geile Arbeit geleistet, wir geben euch das Geld, aber macht bitte was anderes. Also das gibt's auch. Das gibt's auch, ja. Das ist jetzt nicht die Regel, aber das gibt's auch, ja. Genau. Und das ist... Und in der Regel sind das dann Leute, das sind oft Leute, die sich gemeinsam zusammenschließen, um den Zweck für jemand anders zu erfüllen, der dann der Kunde ist. Sogar wenn es bedeutet, das Produkt oder die Herangehensweise komplett zu verändern. Genau. Ich meine, im Prinzip, wir haben jetzt am Anfang noch nicht oder nicht intensiv genug darüber gesprochen, aber du willst ein Problem lösen für eine Person. Dann löst du dieses Problem für 10 Leute. Und dann ist die Frage, kann ich auch dieses Problem für 10.000 Menschen lösen, beziehungsweise fixen? Und dann gelten ja nicht mehr nur die Prozesse, beziehungsweise nur das Produktversprechen Richtung Markt, sondern auch deine Prozesse. Wenn wir jetzt zum Beispiel beim Getränkelieferdienst bleiben, kann jetzt das Team dafür sorgen, dass statt in einer Stunde geliefert wird, in 10 Minuten geliefert wird. Dass die Kosten extrem steigen. Richtig, das ist zum Beispiel ein Thema. Kann dieses Team günstiger die Getränke einkaufen, vielleicht genauso günstig wie Aldi und Lidl, können die so gut verhandeln, dass die dadurch auch nochmal mehr Marge gewinnen. Weil wenn sie dort mehr Marge haben, können sie mehr in Marketing investieren, mehr in Logistik, mehr in andere Bereiche. Zum Beispiel kann es sein, dass die Verträge auf längere Basis geschlossen werden und man zahlt schon vor. Und dafür sind die Investitionen beispielsweise. Zum Beispiel. Oder statt dass du wieder beim Getränkelieferdienst, statt dass du in einer Stadt irgendwie ein Lagerzentrum hast, weißt du, hey, lass uns doch die Getränke in die Lieferwagen schon mal bezahlen, weil wir sind jetzt auch ein Ticken intelligenter geworden. Wir wissen ungefähr, wo, wann, was bestellt wird. Und dann fahren quasi die Lieferwagen schon durch die Stadt, ja, genauso wie die DHL-Flugzeuge oder wie die Zara-Klamotten auf den Containerschiffen produziert werden, nicht in den Produktionshallen in China oder sonst wo. Und das ist dann quasi diese Intelligenz, die von Produktion, Vermarktung, Buchhaltung und so weiter und so fort in den Unternehmensbereichen entwickelt werden muss. Und wenn man das dann auch hat, dann kann man so langsam in die Series A rübergehen. Und das ist dann die 5. Stage, das ist dann, wo du bist, wo es dann in der Regel um die worum geht es dann meist in der Series A? Genau, also in der Series A, das sind dann schon Wagniskapitalgeber, also im Englischen sagen wir dazu Venture Capitalists, VCs abgekürzt,
Und die glauben an das Modell. Das Geschäftsmodell hat sich etabliert. Du hast nicht nur ein paar Kunden, sondern du hast einen riesen Kundenstamm. Und du bist ein dominierender Faktor, ein dominierender Player in zum Beispiel Deutschland. Je nachdem, wo auf welchem Markt du bist. Und jetzt glauben sie daran, dass der Markt statt nur, ich sag jetzt mal, 5 Millionen Kunden in Deutschland haben kann, gibt es 500 Millionen global, ja, oder in bestimmten Ländern. Und jetzt kommt der VC rein, meist gehen VCs in Internationalisierungsthemen rein oder wenn die Tech noch weiter erweitert wird und du noch krassere Produkte für die Bestandskunden baust. Bei uns ist es Internationalisierung und Produkterweiterung. Und dann sagen sie, okay, Multiplikation. Und dann geht es darum, okay, wie kriegen wir jetzt dieses Produkt, Elopage, die Plattform, was auch immer das für ein Produkt ist, auf die globalen Märkte. Natürlich geht man jetzt nicht in alle Länder gleichzeitig, sondern du hast 3, 4, 5 Zielmärkte, die man dann nach und nach quasi angeht. Und, und ein Riesenfaktor, die VCs sehen in dem Moment auch die Schwächen der Gründer. Ich meine, wir können sehr, sehr viele Sachen sehr, sehr gut, aber es gibt noch viel mehr Sachen, die wir überhaupt nicht können oder sehr, sehr schlecht können. Und dann geht es auch darum zu sehen, okay, wenn wir jetzt Geld geben und die Jungs Top-Talente einstellen, Top-Ingenieure abwerben, neue Manager reinholen. Also wir haben ja tolle neue Manager reingeholt. Zum Beispiel haben wir für unsere Internationalisierung den Head of International von SoundCloud abgeworben, als Beispiel, weil die schon in so vielen Ländern unterwegs sind. Und der bringt ein Netzwerk mit, der bringt Know-how von den verschiedenen Ländern, die Kulturen, die versteht er. Genau. Oder unser neuer Technologiechef ist jemand, der vorher Zalando groß gemacht hat. Er war dort zuständig für die gesamte Infrastruktur. Bedeutet also, das Investorententeam schaut dann, okay, das Produkt funktioniert, die Gründer sind cool, an die glauben wir. Wenn wir die jetzt mit geilen Ressourcen ausstatten, Geld, Heads, Leute, Kapital, Leute, können wir auf globale Märkte. Und das ist die Series A-Phase. Aber ich muss auch euch sagen, 32 Millionen hört sich sehr, sehr viel an. Es ist sehr, sehr viel Geld. Aber es ist nicht das Geld, was in unsere Taschen geht, sondern direkt in das Unternehmen fließt, für die Kunden, für bessere Service, für bessere Produkte und so weiter. Und für das, was man dann vorhat, ist es dann wiederum sehr, sehr wenig Geld. Also es ist immer eine relative Größe. Und dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Was ist denn das Ziel und wo soll es denn hin? Für uns geht es dann hoffentlich in den nächsten 3 Jahren an die Börse in Amerika. Das ist unser Ziel. Und da arbeiten wir hin. Wir müssen noch 50.000 Baustellen erledigen und ganz viele Brände löschen und Probleme lösen. Es wird sehr schmerzhaft, das kann ich euch sagen. Es ist sehr, sehr schmerzhaft. Aber das schaffen wir. Das ist ein Abenteuerchen. Genau das ist es. Hier kommen die Investoren und praktisch ganz wichtig in der Phase ist, dass das Unternehmen so interessant ist und so ein Proof of Concept hat, dass der Investor praktisch in Konkurrenz steht mit dem anderen potenziellen Investor, weil man weiß, einer wird kaufen, weil man sieht, wo die Jungs oder Mädels sowieso schon hingehen werden. Das heißt, es hat jetzt in diesem Markt funktioniert. Wenn die jetzt woanders hingehen, einer wird definitiv kaufen. Und bevor ich zu spät dran bin, bin ich jetzt der, der sich festnagelt und einsteigt, weil ich kaufe mir ein Stück der Zukunft, die man ganz klar sehen kann. Und das Geld soll ihnen nur dabei helfen, die Zukunft schneller zu erreichen. Richtig. Das ist die Grundintention eines VCs. Und natürlich haben sie auch wiederum andere Partner und Investoren. Und die suchen sich natürlich Unternehmen aus, sodass sie auch wiederum ein Return on Invest, du hast eben Interest dazu gesagt, an ihre Partner auszahlen können. Bedeutet, es ist nicht einfach nur so freies Geld, sondern das Geld muss arbeiten und die hoffen, dass dann die Unternehmensbewertung, wenn sie zum Beispiel bei 100 Millionen Euro investiert haben, dass dann in 5 Jahren dieses Unternehmen 1 Milliarde oder 5 Milliarden wert ist, damit sie wiederum quasi einen Rücklauf der Wertentwicklung haben. Deswegen wird ihr oft sehen, dass wenn es diese großen Summen gibt, dass die Investoren meist gar nicht versuchen, so viel von der Company zu nehmen. Warum? Erstens lässt man genug Platz und zweitens sorgt dann dafür, dass die Unternehmensbewertung der Company durch die Decke schießt. Und daran verdient man in der nächsten Runde deutlich mehr mit. Richtig. Das ist so die Zusammenfassung, macht Spaß. Und eine Sache ist vielleicht ganz wichtig, Bro. Es geht nicht immer darum, diese Stufen vereinzelt durchzugehen.
Man kann auch vereinzelt erklärt, klar. Bro. Genau, man kann auch von Pre-Seed auf Later Stage gehen, wenn es funktioniert und du plötzlich super viele Kunden generierst, untypisch, kann auch schon mal funktionieren. Es kann auch sein, dass man sagt, nach Early Stage, hey, wir haben ein stabiles Geschäft, es läuft, wirft Gewinne ab. Es wird jetzt nicht ein Milliardenunternehmen, aber es ist ein 50-Millionen-Unternehmen. Ne? Mhm. Also da geht es nicht mehr darum, wie bescheuert das Ding hochzupeitschen, sondern man darf das nie auf Kosten der Kunden machen, des Kundenservices. Man muss auch eine Balance halten, weil wenn man Investoren reinholt, dann kommt definitiv auch eine weitere Dynamik ins Spiel. Und es ist nicht immer so, dass sie dich dann auch in Ruhe lassen. Also die haben auch eine Meinung, die haben auch Ideen, die haben auch Netzwerke, die haben auch Vergleiche. Und das ist dann natürlich eine vollkommen andere Dynamik, wenn man dann fremdes Geld sozusagen aufnimmt. Ja, geil. Für heute, das war jetzt mal das Thema der 5 besten Stufen zu den 32 Millionen Euro. Ihr solltet nur sehen, was die Charakteristiken sind der verschiedenen Stages for Series A, falls ihr ein Startup habt. Falls ihr gerade jemand seid, den träumt, ein Riesenunternehmen hochzuziehen in den nächsten 4-5 Jahren, was passiert denn dort? Okay, ich habe eine Idee, ich starte nicht dabei, die Vision zu verkaufen, sondern ich fange erstmal an, das Produkt zu testen, meine Hypothese zu testen. Dann im zweiten Step, okay, wenn ich weiß, ich habe jetzt mein Produkt getestet, da sind Interessenten, jetzt mich näher an den Kunden zu bringen und aus dem Kunden, aus den Interessenten einen Käufer zu machen und jetzt als nächstes vom Käufer nah an den Käufer zu gehen, wie so eine Art Agency zu sein, zu arbeiten und den Kunden besser zu kennen, als er sich selbst kennt und dann das zu erweitern, die Prozesse zu verbessern und neue Kunden zu finden und aber das jetzt auf einfache Art und Weise, ohne viel Energie zu haben, um dann bei der Later Stage, weil es Early Stage wird, Early Stage, bei der Later Stage das Ganze auszuweiten, Geld reinzustecken, ins Marketing vor allen Dingen, um das auszuweiten, um dann eventuell zu globalisieren oder irgendwelche Erneuerungen der Technologie zu erweitern und so weiter und so fort, wenn wir dann bei Series A sind. Mehr dazu in den nächsten Wochen, dann gehen wir auch auf die Story von Tolga ein. Das sollte einfach mal so ein Rapid, so ein schneller Überblick sein von den 5 Phasen der Investitionsstufen. Mega spannend. Sagen? Wenn nicht, auch nicht schlimm. Wir haben es davor gerade aufgenommen über Zoom-Call, das lief gerade nicht so gut, deswegen haben wir das Ganze jetzt nochmal auf Instagram aufgenommen. Deswegen viel Spaß. Die PDF, entweder ist sie schon in der Infobox oder wird folgen. Schaut einfach mal nach. Dann könnt ihr erstmal nachlesen. Downloadet euch das Ganze. Wenn ihr es gedownloadet habt, hinterlasst eure E-Mail. Wenn ihr es dann gedownloadet habt, kommen weitere Mails von mir. Wird sehr, sehr spannend. Haben von Gewinnspiel bis allem drum und dran noch mit dabei. Extras, die es hier auf YouTube nicht gibt. Ich wünsche euch aber eine Menge Spaß, Tolga. Du warst geil. Danke, mein Lieber. Danke, Champ. Und wir sehen uns zum nächsten Interview. Wenn es dann darum geht, wie sorgst du dafür, eine Pole Position im Markt zu ergattern, wenn du bei Null startest? Schwere Aufgabe, aber machbar. Baby. Top. An alle, lasst uns den Weg gehen von Broke to Boss. Nächsten Donnerstag kommt dann der nächste Vlog und das war's mit genug Content für heute. Peace out, Bro. Danke euch allen.